Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Monster Hunter Rise Sunbreak Together mit Kata. Hallo. Na, und jetzt müssen wir das dringende Dorfquest Kill das Anjanat machen, ne? Müssen es doch töten. Ja. Gut, gut. Nicht, dass wir es fangen müssen oder so. Nein, nein, wir müssen es kaputt machen. Alter, wir machen sowas von kaputt. Richtig kaputt, Alter. Okay. So, ich gehe mir aber hier ein paar Vögelchen holen. Es ist ja, ja ziemlich weit hinten, das Anjanat. Deswegen. Ja, bis dahin haben wir ein paar Vögelchen zusammen, ja. Ja. Laufen wir einfach mal so rüber. Wir sammeln uns ein ganz kleines bisschen stärker und dann. Genau. Dann schnetzeln wir es. Jo, was liegt da unten? Da unten ist halt nur Verteidigung. Er braucht schon Verteidigung, wenn er angreifen kann, ne? Haha, ja. Let's go. Was lassen wir weiter? Das war eher so Verzweiflung. Ne? Ja. Fandest du? Ja. Fandest du nicht? Nee. Scheiße, ich wollte den haben und der ist einfach, ich bin da dran. Der wollte einfach nicht mitkommen. Oh, hier ist ein, was auch immer. Fossil oder sowas. Ja, ja, aber da habe ich was Neues rausgekriegt. Ja, ja, wir müssen alles einsammeln jetzt. Wir kriegen hier überall neue Teile. Looten und leveln, Männer. Looten und leveln. Und ach nee, das war ja stur lächeln und winken, Männer. Ja. Damit habe ich es gerade so ein bisschen verwechselt. Oh, da war ein Käfer. Käfer? Oh, dann gehen wir nochmal kurz hoch. Ey. Achso, hier kann er am Rand nicht hochlaufen. Interessant. Ach, das ist nur so ein total unnützer Käfer. Ich weiß gar nicht, wofür man den braucht. Was denn für ein? Keine Ahnung. Ja, schon. Fürst Kabuto. Total unnütz. Ach so, da kriegst du nur Punkte für. Ja. Sag ich doch, braucht man nicht. Wir haben doch genug Punkte, glaube ich. Ja. Hey. Keiner hat gesagt. Nee, genau. Vielleicht an Können und so, aber an Punkten doch nicht. So oft, wie wir alles doppelt und dreifach spielen müssen. Oder vierfach. An Geld mangelt es immer. Naja, okay, eigentlich nicht, ne? Also, Probleme hatten wir nie gehabt. Du musst schon mal farmen gehen und so. Ja, wir mussten insgesamt, seit wir das Spiel überhaupt spielen, haben wir, ich glaube, 3 oder 4 Farm-Sessions gemacht, ja? Ja. Ja. Und das war jedes Mal so viel Kohle, was wir da rausgekriegt haben, dass. Und ich habe trotzdem zu wenig. Ja, für jetzt, dann machst du noch eine Farm-Session. Und dann hast du ja schon wieder zu viel. Aber dann ist die Zahl ja schon wieder so niedrig. Was? Die Zahl muss hoch sein. Auch viel Geld auf dem Konto. Ja, okay. Ich verstehe dich. Brich das Beinchen, brich es ab. Oh, voll daneben. Und dann vielleicht so. Und kriegen wir es hin? Na, natürlich nicht. Kriegen wir nicht hin. Boah. Digi. Alter. Mich angreifen oder was? Und? Ich war gar nicht da, genau. Ja, boah, ist das schön. Bams macht die Waffe ja schon, ne? Wenn man mal trifft. Naja, das Großschwertchen. Achso. Ja, bei dem ist es ein bisschen problematischer, glaube ich, ne? Naja. Aber ich treffe den endlich mal ohne Probleme, weil der so schön groß ist. Ja. Also der ist wahrscheinlich perfekt für Insektenklebe. Das sagst du irgendwie bei allen. Ja, der ist so schön groß. Umso größer das Viech, umso geiler funktioniert aber bei der Insektenklebe, das sage ich dir. Dreh dich!
Ah, natürlich. Na? Warum macht er das manchmal? Und hüpf! Ach nee, der macht. Der macht den Flug. Ja, das ist mein neuer Liebling, ja. Ei. Was ist das weh? Hallo? Was hat er mich denn da getroffen, bitte? Hat er vielleicht auch nach dir einen Stein geworfen? Nee, ich weiß nicht. Er hat mich umgehauen, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Halt, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Brauche ich eigentlich Erz? Ja, ich brauche noch zweimal Erz. Braucht man nicht immer Erz? Ja, ich sammle es in letzter Zeit eigentlich eher weniger ein. Oh, ich brauche immer noch nur Erz. Ey, hier gibt's jetzt Krabben. Was bist denn du für eine Krabbe? Siehst auf jeden Fall hässlich aus. Sind das nicht die gleichen Krabben? Ne, die sind blau. Die macht irgendwas mit Gift. Alter. Die hat aber echt viel Leben, diese Krabbe. Musst du jetzt über 400 Damage in das Viech reinprügeln. So, kann ich jetzt mal... Ja? Ich meine... Angie. Angie Boy Baby, dass er mich endlich mal... ihn ein bisschen schnitzeln lässt. Aber nein, der lässt mich nicht. Lässt mich absolut gar nicht. Okay, jetzt heilt dein Kätzchen uns. Gut, den eine Krabbe habe ich jetzt auseinander genommen. So. Und so. Und. Ja. Und was macht das? Oh, nur 254. Was war das denn? Also die Waffe macht wirklich nur dann Schaden, wenn man den Schädel trifft. Ja, wie habe ich das jetzt gekriegt? Wie habe ich das jetzt hingekriegt? Was denn gemacht? Na, der hat gerade eben in der Zweier-Kombo quasi diesen dritten Schlag ausgeführt. Vielleicht hattest du ihn davor schon einmal benutzt und der hatte gezählt. Habe ich nicht. Naja. Oh, jetzt spuckt der Feuer. Der andere, der ist aber auch so groß, der andere hat. Jupp. Der ist so süß. So süß, sag ich dir. Das ist ein großer, ne? Das ist ein großer. Oh, ein Beinchen hast du kaputt gemacht. Jo. Alter, mit was hat er mich Junge. Mit seiner Anwesenheit, er hat dich nur angeguckt und hat dir wehgetan. Boah! Spinnst du oder was? Hat er dich runtergeschmissen? Er hat mich nicht nur runtergeworfen, Alter, der hat noch einen Stein nach mir geworfen. Noch hinterher? Noch hinterher? Ich bin gerade rechtzeitig zur Seite gegangen. Was ist los? Ist doch voll cool. Oder ist der hinterher gesprungen? Ja, der ist jetzt noch sogar ein bisschen hinterher gesprungen, aber ich dachte mir, ich warte hier oben auf ihn. Alter, womit hat er mich jetzt erwischt, Alter? Der ist da hochgesprungen und hat mich dabei umgehauen. Ja, das Problem kenne ich irgendwoher. Ach ja, kennst du irgendwoher? Ja, schön für dich, dass du das Problem auch irgendwoher kennst. Ja, ja. Nicht nur du darfst das Problem kennen. Oh, deine kleinen T-Rex-Ärmchen. Oh, ja, geil, Alter. Sein Kopf ist... kriege ich ja gar keinen kritischen Schaden rein, oder was? Oi. Also. Ich glaube, ich wechsle gleich einmal zu Insektenklebel. Ja, das wird klar. Das wird hier nichts. Hast ja schon gesagt, dass es nicht. Hä? Jetzt habe ich das gerade geschafft, Alex. Ich habe das gerade geschafft, ne? Das, mit diesen. Wie heißt diese Fähigkeit? EI? Ja. Dass damit eine Stufe, also rot geworden ist. Ja, und wie hast du es gemacht? Du, keine Ahnung, ich hab's so gemacht wie sonst auch. Nur, dass da diesmal so ein roter Streifen sozusagen. Nicht so ein roter Streifen. Wie so ein Kreis um mich rum war, ne? Na toll, jetzt frisst mich das Viech auch noch. Na toll.
Also du hattest da einen roten Streifen und... Nein, ich hatte so einen weißen Kreis, der dann plötzlich so... Ich kann dir das nicht genau erklären. Also ich habe das gemacht und dann um mich rum war dann so ein Kreis. Ja. Ja, genau. Dieser Kreis muss auch um dich rumkommen, aber wie hast du diesen Kreis um dich herum? Ich habe den Kreis schon öfters mal gesehen. Ich weiß nur nicht genau, womit der ausgelöst wird. Ich dachte, ich habe mir immer gedacht, keine Ahnung, was da passiert, weil wie gesagt, ich konnte nicht sehen, was ich anders gemacht habe als sonst, ne? Ja, ja, genau. Das ist ja genau das, das ist ja genau die Frage eigentlich. Ja, das Problem, ja. Ja, eigentlich die Lösung. Naja, das Problem, dass ich ja nicht weiß, was es ist. Ja, sobald wir es herausfinden, dann ist es auch die Lösung. Na ja. Vielleicht muss ich länger in dieser Position bleiben. Wer weiß das schon. Falls das jemand weiß, gibt uns doch mal Feedback. Ja, wir haben ja schließlich tausende von Zuschauern, die das wissen könnten. Naja, klar. Nicht? Junge! Junge, nimm deine scheiß Steine und steck sie dir in... Ich bin daneben gewesen. Ich bin daneben gewesen. Wieso trifft mich sein Feuer, wenn ich gar nicht in der Schusslinie stand? Ach, der knallt mich jedes Mal gleich zweimal, weißt du? Der Halunke, dieser. Schissene Stein schon wieder. So. Immer wieder schön, dass die Viecher noch lästiger machen können. Da, jetzt war schon wieder einer. Ich hab's jetzt ein bisschen länger gelassen. Ja, okay. War einmal schnell ins Lager rein. Ich will die Insektenkleber. Junge, wieso hat das jetzt nicht funktioniert, Alter? Die Waffe war schon rot, oder was? Nee. Oh, Ratian, du bist zu weit gelaufen. Mäuschen. Komm mal zurück. Jetzt haut der Anjanat ab. Warum? Ihr hasst mich, ne? Nee, Radian, jetzt kannst du wieder gehen. Lass mich. Genau. Dich braucht so lange keiner, wenn du nicht helfen möchtest. Echt, ey. Kameradenschwein. Und dann nachher doch noch angekrochen kommen, weil ich dann sagen, hallo, jetzt bin ich da. Aufmerksamkeit. Spielt mit mir. Falsche Richtung, da lang. Na, kannst du mir oben auf den Sack gehen? Die können dir bestimmt überall auf den Sack gehen. Ganz bestimmt. So, wo müssen wir jetzt hin? Na, Opfer? Da lang irgendwo. So in die Richtung. Na, hast du es raus? Nee, ich lache ihn gerade aus, weil er versucht, mich hier oben zu treffen. Ach so. Oh, yes. Und los geht's. Ja, aber trotzdem, ich glaube, das ist viel, viel effektiver, wenn ich irgendwo mal wieder Performance leiste. Leiste sie doch jetzt einfach. Hä? Ja, klar. So. Ja? Das ist ein Gegner. Der ist so groß. Ja, der ist echt groß. Krass. Gut. Ich
Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wozu? Naja, zu dem Viech. Der ist echt gut. Andernat? Ja. Der ist so groß, ich erwische ihn gar nicht richtig mit dem Helmbrecher irgendwie. Nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch eher meiner. Da ist es auch vielleicht dem verschuldet, weil er mit einem halben Schritt 200-300 Meter von uns entfernt ist auf einmal. Ja, das ist auch problematisch in der Tat. Ich weiß nicht, woran man das ausmacht. Ja, ne? Das stört mich richtig. Also, dass du nicht, dass du das nicht hervorrufen kannst, dann, wenn du es möchtest, ne? Ja, man wird es ja schaffen. Also man wird es ja können. Nur ich weiß nicht wie. Also ich weiß nicht, was ich da anders gemacht habe. Aber du hast es ja schon einmal oder ein paar Mal jetzt schon gesehen. Ich habe schon ein paar Mal gehabt, ja. Nur da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob das jetzt damit zusammenhängt halt, ne? Da habe ich nicht darauf geachtet, weil es sonst ja eben nicht funktioniert hat. Ja. Und eben habe ich es gesehen. Da wusste ich nämlich ganz genau, ich hatte davor den Helmbrecher benutzt. Meine Waffe war nur noch gelb. Dann ist es passiert und dann war sie plötzlich rot. Also das war ganz eindeutig diesmal, nur wie gesagt. Wieso, weshalb, warum? Au. Jo, au. So ein kleiner Feuerstrahl. Winzig. Kaum wahrnehmbar. Kaum wahrnehmbar. Du hast vollkommen recht. So. Der hat sich einfach ein paar Mal ein Stückchen bei mir. Und dann auch noch diese lästigen Wildschweine. Wo? Ja, hier, überall. Was? Treffen mich ständig. Es gibt keine Aufnahme. Wo, Alter? So. Nicht gesagt, wo. Ach so. So soll ich hier bleiben? Mir egal. Ich will dir keinen Zwang an. Zeig ihm, wie die Wände sich anfühlen. Jo, hab ich. Ja. Klatsch. Vielleicht nochmal. Jo. Nützt ja alles nichts. Did it again, ne? Ja, die Fresse haben wir ihm diesmal gebrochen. So sorry. Junge. Du sollst das lassen. T-Rex-Ärmchen brechen. Ja. Oh. Wollte ich nicht. Hm. Immer schön. Wollte ich Wunde doch. Das wollte ich nicht. Das fand ich jetzt total übergriffig, Alter. Total überflüssig, ne? Von übergriffig. Jetzt, ne? Er war voll übergriffig gerade. Er hat mich einfach voll so quer rüber und so, das mochte ich nicht. Okay. Hat weh. Nee. Ab in die Hacke, ich bin ein kleiner Terrier oder wie auch immer. Hey. Die Achillessehne, ne? Genau. Das hätte doch ruhig treffen können. Hohoho. Wolltest du mich gerade anpuckeln, Digga? Hey, Pucki ist da. Oh ja, toll. Pucki, ja, wow. Yay. Oh, ich bin ohnmächtig und wahrscheinlich, also ich bin... War denn ernst? Meine ich. Oh, ich hab's überlebt. Ja, wieso wird das Pucki hier durch die Gegend geschubst? Das kann ich dir so nicht beantworten. So. Aber jetzt schubst du doch gerade hier das Anjanat so durch die Gegend. Ich hab's,
Ja. Ja, Mühe geben. Und, oh, jetzt steht es genau dann auf. Versuchen wir das nochmal. Und... Hallo? Nur weil er da hochspringt, werde ich voll umgehauen, ne? Ja, weiß doch, wie das ist. Ja, na klar. Immer dasselbe. Anjanat Hirz. Okay, was ist das? Ja, ich habe so was von Anjanat bekommen. Hirzissen. Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich es nachher nochmal zu lesen. Wenn es ausgeschrieben ist, das ist bestimmt nur abgekürzt. Hm. Oh, da hinten, du bist schon da. Okay, ich lauf auch mal dahin. Ja. Wieso soll ich denn jetzt meine Zeit verschwenden? Guck mal, ob ich da auch mal ankomme. Ja. Boah, jetzt hast du wegen... Du Opfer. Opfer, so ein Seilkäfer verschwendet jetzt. Glaubst du, ich habe viele davon, oder was? Glaubst du, die wachsen auf den Bäumen? Ey, ganz ehrlich? Ganz ehrlich? Wie war das denn? Du hässlicher, nicht ausgestorbener Dino, Alter, weißt du? Und das auch nur, weil er Feuer spucken kann. Du bist nur die Vertröstung, weil dass wir keinen T-Rex hier haben, weißt du? Niemand will ich hier eigentlich. Jetzt macht es das Viech auch noch wütend. Ja, genau, es war ja vorhin noch nicht wütend. Das ist ein Riesengockel hier. Und es haut mich wieder weg. Es futtert mich schon wieder. Solltest du vielleicht aus dem Weg gehen besser? Ja, ich versuch's. Ja, ist ja anscheinend nicht erfolgreich, wenn du andauernd sagst, du bist gefressen. Ja. Du hast recht. Meine Verfehlung. Ja, meine nicht, Alter. Ja, meine. Ja, meine aber. Komm doch. Boah. Ja, du willst dich ruhig. Was denn? Du hast es doch beleidigt. Wer hat den Gockel genannt? Ich wusste, das kommt auch nicht zurück. Aber er sieht doch voll so aus wie so ein Riesendodo. Na, habe ich dir gerade ins Bein gepiekst? Hat weh, ne? Sorry. Hängt nur noch an einem Popel. Ich kann so gut malen mit Worten. Ja? Nee? Was denn jetzt? Verarscht. Was anderen da zeigt, bringt nur meine schlechten Seiten zum Vorschein. Ich merk's. Aber ich bin's auch nicht anders gewohnt. Irgendwie bringt alles bei dir die schlechten Seiten zum Vorschein. Oh. Gut zu wissen. Ey, cool, ich kann einfach durchschlagen. Trotz seines Schreis. Hat's vielleicht mit dieser dreifachen Ladung zu tun? Klatschala. Das machen wir gleich nochmal, wenn das hier so fleißig steht. Super. Bin nicht mal einmal ohnmächtig geworden. Was ist los? Sprichst du nicht mehr mit mir? Funken, tut mir leid. Ach so. Bin auch nicht ohnmächtig geworden.
Aber bitte das nächste Mal Formular 27b ausfüllen, ja? Und Antrag stellen, bevor Sie was trinken. Der Antrag, dass ich einen Antrag stellen muss, ist abgelehnt. Ja. Ach so, ja. Und der Antrag, dass du einen Antrag für einen Antrag stellen musst, ist angenommen. So, das hast du jetzt davon. Hab ich gar nicht verstanden, was du jetzt mal willst. Du hast doch angefangen. Ja, aber meins hat man ja noch verstanden. Ich weiß nicht, was du von mir willst mit dem Antrag. Ich wollte ja keinen stellen, Mann. Ja. Ja. Mal gucken, ob wir jetzt das Teil gekriegt haben, da, was ich da das vorhin Ritze? Aufgesammelt habe. Ja, genau. Was ist das? Was sieht er denn da? Ein Kackestreifen? Ja, das sieht so aus, als ob da ein riesiges Tier sich mit dem Arsch hingesetzt hat und sich den Arsch abgewischt hat. Also Hinterhufe hochgehoben und mit den Vorderhufen gezogen. ひょっとしてスケットのハンターさん?カムラの里から来た。やっぱり。俺はバハリ。モンスターの調査とものづくりのエキスパートだ。よろしく。とはいえ、あまり縄張りを離れないと言われるガラン・ゴルムがこんなところに現れる。 Ey, der Typ hat ja auch komische Füße. Ist er so ein Ziegenmensch oder was? Wo ist sein Schwänzchen? Nasenbein? Achso, schwer, Anjanat, Nasenbein, schätze ich mal, bedeutet das. Aber wo ist dieses... Hartreißzahn. Ritzen, ne? Ja. Hartreißzahn. Hartreißzahn, ja. Gut. Genau, das meinte ich. Ja, cool. Und in dem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Tschüss.